indischen Kontinent von den Hindu. Sie sehen das auch an den Zeichen. Im Hatha-Yoga Schlüssel ist ein Friedenstext von uns und dazwischen sind das buddhistische Buddha-Zeichen oder die Prophetenmoschee, unter anderem eben hier das Om-Zeichen der Hindus. Da steht Omi Mangalam, Sava Mangalam, Bhavatu, Bhavatu, Bhavatu. Sehr knapp, sehr kurz in unserer Sprache ausgedrückt. Möge Frieden sein auf der Erde, dem Wasser, im Feuer, im Wind. Im Himmel, in der Sonne, auf dem Mond und den Planeten. Möge Frieden in allen Lebewesen, in Körper, Geist und Seele sein und überall und in jedem Einzelnen herrschen. Das ist aus Yajur Veda 36,17, Kapitel 36, Vers 17. Wahrscheinlich aus der Bhagavad Gita. Wenn uns das gelingt, wenn in uns selber Frieden ist, wie auch immer, wir den weitergeben an Menschen, denen wir begegnen, wenn wir von Situationen uns wie zum Beispiel den Friedensklängen angezogen werden und hier uns gemeinschaftlich einer Friedensmusik ja in diesem Sinne aussetzen und sie aufnehmen und anders vielleicht nach Hause gehen, als wir gekommen sind, ist eine ganze Menge erreicht. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen einen wunderschönen Sonntag, dass es Ihnen gut gehen möge, Sie gesund bleiben und dass Sie vor allen Dingen wiederkommen. Und ich freue mich außerordentlich, dass Cora angeboten hat, noch eine Zugabe zu geben. Mit dieser Musik werden Sie jetzt aus dem Tunnel entlassen. Ich verabschiede mich von Ihnen, wünsche Ihnen alles Gute und sage Tschüss.